starten, wie immer, gegen 9:30 Uhr, 9:45 Uhr. Plätzchen ist beräumt. Dann geht's los. So, weiter geht's. Heute erstmal noch ein Stück durch Dänemark Richtung Glücksburg. Und dahinter ein bisschen. Tag 14 unserer Reise. Temperaturen wieder um die 15 Grad so circa, aber kein Regen. Lange gerade Straßen hier. Bluesgate, genau hier an der Grenze sind wir jetzt wieder zu Deutschland. Und da oben ist ein dänischer Wimpel. So, fahren wir ein Stück durch Deutschland. Und hier drüben, Thorsten ist schon in Dänemark. Ich jetzt auch wieder. Bröislev. Ein Padbord. Geht's nach Tyskland. Ja. Mal wieder in Deutschland. Harislee. Innsbruck. Bing. Innsbruck erreicht. Fahre zum Hafen und
hier sind schon die Fahnen fürs Spiel heute Abend. Aussehen. Die Möwen hier in Flensburg sind sehr dreist und haben große Schnäbel. Ja, hier, wie gesagt, der Hafen. So, damit sind wir jetzt auf dem Ostseeküstenradweg. Am Hafen entlang. Ausbildungszentrum von der Marine. Ja, hier ist ein Kraftfahrbundesamt, oder wie es heißt. Könnt ihr eure Punkte abholen. Damit verlassen wir Flensburg weiter Richtung Glücksburg. Zum Strand. Na, ist doch schön hier. Wonderful. Was das wird. Hallo. Komm mal hier. Das ist die Schiebestrecke sozusagen. So. Wir haben jetzt nicht die Alternativroute gewählt, sondern die Schiebestrecke. Das ist natürlich ein bisschen blöde hier. So, geschafft. So, hier die Treppen ging es halt hoch. Ja, da war wohl die Alternativroute, wäre günstiger gewesen. Aber naja, jetzt sind wir direkt am Wasser hier. An der Kieler, Flensburger Förde. Und es wird immer milder und wärmer. Hier ist die Förde. Direkt am Wasser hier. Herrlich! Wie wollt ihr bitte von hier? Keine Ahnung. So. Flensburger Förde. Jede Menge Bötchen draußen.
nach altbewährtem Motto, wo Bank da Pause, machen wir erstmal Pause. Und es ist richtig mild geworden jetzt. Ich glaube, ich muss mir gleich was ausziehen. So, nachdem wir jetzt hier ein bisschen hochgestrampelt sind wieder vom Wasser, geht's straßenbegleitend nach Glücksburg. Glücksburg erreicht. Schloss Glücksburg. Ein bisschen hügeliger jetzt hier. Wird hügeliger. Mal wieder an die See oder Förde. So, jetzt können wir das alte wieder hochfahren. Holsteinische Schweiz. Oh, schönes Haus. Stopp! Foto! Jetzt sind ja hier hinter Glücksburg ein paar Anstiege gewesen, mein lieber Scholli. So, jetzt haben wir uns hier hochgestrampelt, diesen Abstieg. Einen schönen Ausblick hier auf die Förde, Ostsee, was immer. Westerholz. Glaub mal, Jani, wie das hier hoch geht. Lieber schon. So, da drüben ist Sonderburg auf der dänischen Seite und wir sitzen hier am Strand von Bullerby. Ja, keine Ahnung, wie es heißt. Am Strand der 1000 kleinen Fliegen oder Nitzen, wie die Viecher heißen. Sind nervig, wa, Carsten? Fliegen aber mit Bierchen. Voll nervig, die Viecher. Wo ist hier mein Sommerel?
So, wir haben Campingplatz Nordstern erreicht. Bei Northgard irgendwas. Ja, wie so ein Wohnmobil-Ding halt, wa? Unsere Zelte stehen. Vorhin war es ja ein bisschen warm. Die Sonne, aber jetzt hat sich schon wieder zugezogen. Naja. Und heute Abend ist Fußball. Ein Tipp? 3-0. 3-0. Na, ich sag mal 2-0. Für Deutschland natürlich, war versteht sich. So, heute gibt es mal wieder Nudeln. Das zweite oder dritte Mal auf der Tour jetzt. Die eine Wurst von gestern ist noch übrig. Dazu Zwiebeln, ein bisschen Jagdwurst noch drin, eine Soße und Fertsch. Wurzelt schön, herrlich. Das wird ja wieder ein Schmackofatz. Vom Chefkoch serviert. Unser Abendbrot heute hat der Carsten fein gekocht. Nudeln mit Tomatensauce, Wurst. Herrlich. So, wir sitzen jetzt hier draußen und gucken Fußball auf dem Handy. Schauen wir mal. Carsten hat wie gesagt 3-0 getippt, ich 2-0 und dann werden wir sehen, wie es aussieht. Naja, Fußball läuft für uns. Wir führen 3-0.